Entscheidung getroffen. Auf gar keinen Fall. Ich werde mich nicht mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden geben. Schon gar nicht, wenn er auf beschränktem oberflächlichen Gedankengut basiert. Aber danke für Ihren Anruf. Telefonverkäufer? Nein, meine Herausgeberin. Sie will, dass ich ein Twitter-Konto eröffne, um meine Buchverkäufe weiter zu fördern. Unfassbar, oder? Das könnte sicher helfen. Du hast viele Fans. Könntest du zu ihnen Kontakt aufnehmen? Das tue ich doch durch meine Bücher. Ja, aber du brauchst Jahre, um sie zu schreiben. Ich meine, so können deine Fans in Kontakt zu dir treten, bis das nächste rauskommt. Wie soll ich etwas Wesentliches mit 140 Zeichen sagen? Ich glaube nicht, dass Tweets tiefgründig sein sollten, abgesehen von News der Philadelphia Flyers. Da geht es um Leben und Tod. Booth? In einem Buchladen in Southeast DC wurde eine Leiche gefunden. Buchläden sind, anders als Twitter, Zentren wahren, komplexen, kritischen Denkens. Er wurde vor kurzem geschlossen. Das ist nicht hilfreich für meine Argumentation. Entschuldige. Begraben unter einem Haufen Bücher aus der Selbsthilfeabteilung. Ich möchte so jedenfalls nicht enden. Also ich finde das wirklich tragisch. Naja, der Tod ist tragisch. Ich spreche nicht von dem Opfer, sondern von dem, was von dem Buchladen übrig geblieben ist. Oh, ich weiß, ich habe Stunden an solchen Orten verbracht und Seite für Seite durchgeblättert, um das perfekte Buch zu finden. Dieser frische neue Buchgeruch? Oh Mann, ein E-Book hat sowas nicht. Ja, denn wer schnüffelt nicht gern ein gutes Buch? Ich nehme mal an, dass ihr alle mit dem Pferd zur Arbeit reitet. Also, was haben wir? Abgebrochene Fingernägel lassen darauf schließen, dass ein Kampf stattgefunden hat. Die ovale Form des Beckeneingangs lässt auf ein weibliches Opfer schließen. Sexueller Übergriff? Können wir erst sagen, wenn wir im Labor sind. Der Schädelnaht nach zu urteilen ist das Opfer Anfang 20 gewesen. Die Form des Nasenbeins verweist auf eine Weiße. Okay, alle mal einen Schritt zurück, bitte. Wieso? Was haben Sie gefunden? Ah, der Käfermann warnt uns äußerst selten. Ich würde darauf hören, was er gesagt hat. Es ist furchterregend, aber es ist auch irgendwie fantastisch. Willst du uns jetzt irgendwelche Informationen liefern, Hodgins, oder lediglich Adjektive? Dieses Spinnengewebe ist von einer Loxosceles reclusa, bekannt als braune Einsiedlerspinne. Oh. Richtig, ja, ich bin kein großer Fan von Spinnen. Wie wäre es, wenn wir das da zusammenpacken und dann verschwinden? Das Fantastische dabei ist, nach den Eiern und den Spinnengeweben zu urteilen, starb das Opfer vor etwa 7 Tagen. Das Furchterregende ist was? Sie können tödlich sein. Ich habe den Biss einer braunen Einsiedlerspinne gesehen, die eine Nekrose bis zum Knochen verursacht hat. Wen interessiert denn das? Packt die Spinne in einen Behälter und versiegelt ihn, damit sich auf uns keine Neokrone oder was auch immer ausbreitet. Nekrose. Und die würde nicht auf uns sein, sondern in uns, weil wir... Stimme Agent Booth zu. Sollten wir vielleicht eine Käferbombe oder sowas holen? Nein, nein. Die Spinne ist ein Beweis. Okay, da ist sie. Na, also, ich hab sie. Meine Güte. Ja, das ist die einzige. Dann packen Sie mal das Opfer zusammen und fahren ins Labor. Den Rest machen dann die Kollegen. Oh mein Gott. Was, bist du gewissen worden? Nein, hier ist mein Buch. Es ist über die Hälfte reduziert.